Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Diesmal gibt es wieder so ein paar Ausschnitte, Uphill, dann natürlich auch Downhill. Und wir erklären euch mal das. Huckepack. Also das System, wie wir das Radl auf den Rucksack schnallen, weil da werden wir immer wieder gefragt. Den Link dazu tue ich euch auch mal in die Infobox. Ist nicht bezahlt, aber damit ihr halt den findet, weil das ist auch eine der häufigsten Fragen und die nervt mich. Deswegen klären wir es jetzt mal ein für alle Mal ab. Genau. Und dann zeige ich euch noch genau die Insta360 One R mit dem Leica-Objektiv. Die zeigen wir euch dann noch im Detail und machen ein paar Aufnahmen. Ist übrigens der gleiche Berg wie letztes Mal mit der X2, aber eben andere Kamera und anderer Tag. Aber gleiches Wetter. Täglich grüßt das Murmeltier. Stimmt. Eigentlich wollte ich nur die Abfahrt filmen. Aber ein bisschen was vom steilen Leiden muss auch mit drauf. Der Martin challenged sich auch gern beim Uphill. Und yeah! Da hat er es schon. Und den Rucksack muss ich dann wieder tragen. So schaut's aus. Geht auch ohne E-Bike. Na Spaß, den muss er sich schon selber wiederholen. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ja, mega, oder? Super. Oh, schwer. Oh. Was hast du alles drin? Wurst. Dann macht euch mal gefasst aufs Jausen-Video jetzt oben. Jetzt meine Lieblingsartikel. Lang und flach. Ah, das Huckerbike. Huckerbike, Lock, Fork, Lock, Chain. Ja, weil wir immer wieder gefragt werden, wie wir das Radl draufschneiden. Zeig nochmal her die Platte. That's the plate. Reopen the plate. This is a special lock. Two locks every set on the left and the right set. Double Lock. Ja, vielleicht erübrigt sich jetzt dann auch die Frage, warum wir die Videos nicht auf Englisch machen. Another Lock. Und da wird dann das Radl reingehängt. Und zwar mit dem Haken so, hier. So, listen to me. Hm? That's a play with the words. The Lock in the Lockdown. Na und auf jeden Fall hängt man das Radl dann mit diesem Gurt und diesem Zapfall hinten rein in die Platte und dann braucht man eben keine Hand mehr und hat das Radl fix am Rucksack, was echt praktisch ist, vor allem wenn es so ein bisschen ausgesetzter ist, sodass man halt noch irgendwie das Gleichgewicht besser halten kann. Schmeißt er sich auf den Rücken, genau. Dann seht ihr das auch. Da ist der Riemen mit dieser Öse, eigentlich ganz eine simple Idee. Das Problem ist natürlich, also reinkriegen da, aufpassen mit T-Shirts etc. Habe ich normal nicht so viele T-Shirts, ich habe nur 4 oder 2, weil die eine mal keine Ärmel. Und das Bike einfach neben in die Knie gehen. Zack, dann kann man es schön kippen. Dann hängt man es rein. Zack. Kurzer Check. Yeah. Kipp. Dann kann man eigentlich vollwertig. Limbo du, limbo du, rr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 
Ja, wie angekündigt erfolgt jetzt dann der Test der Insta 360 One R mit dem Leica Objektiv. Hier seht ihr sie jetzt eben nochmal im Detail und da werden wir gleich mal Aufnahmen davon einblenden. Und im Trail will ich sie auch ein bisschen hernehmen, sodass ihr einfach seht, was das Objektiv so hergibt. Und du wirst uns ein paar Fotos damit machen, habe ich gehört, und die eben entsprechend entwickeln. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass es mega ist, weil... Da machen wir jetzt einen Benchmark zwischen GoPro und Insta. Selbes Preset, also ich bearbeite es gleich, gehe mit dem gleichen Eiche. Natürlich mit den Farben muss ich schauen, jede Kamera hat eine unterschiedliche Farbeinstellung ein bisschen. Aber man wird dann sehen, was man aus dem Foto aussuchen kann und vom Weitwinkel. Also wir werden uns die Kamera jetzt am gleichen Punkt positionieren einmal. Dann einmal nur eine Landscape-Landschaft machen mit Gegenlicht zu Geschichten, damit man das auch hat. Und den vergleichen wir uns schon. Ja. Genau. Und dann habe ich noch dabei, zieh mal das Kondom runter bitte. Wieder die Insta 360 One X2. Die haben wir ja letztes Mal hier oben getestet. Diesmal habe ich den Linsenschutz runtergenommen. Einige gemeint haben, dass der spiegelt. Und das würde ich einfach gerne ausprobieren. Ja, das blende ich euch auch noch ein. Da würde ich sagen, machen wir wieder so eine kleine Panoramarunde damit. Ja, jetzt stehen wir schon wieder oben. Das ist zwar nur so ein Scheißhalberg im Inntal eigentlich, aber halt einfach wirklich mit richtig, richtig geiler Aussicht. Diesmal haben wir es auch abgewartet und sind alleine am Kreuz. Tonaufnahmen sollten jetzt auch besser sein. Ich habe mir nämlich extra diese Earpods ins Ohr reingehauen. Wenn das nicht taugt, dann kommen die aber zurück zu Amazon. Und von dem her muss es jetzt ordentlich getestet werden. Seid ruhig streng, weil einfach nur zum Spaß behalten wollen wir die ja schließlich auch nicht. Wo spaziert denn er jetzt eigentlich wieder hin? Hauptsache nicht da, wo ich bin. Ja, den Drohnenflug für Arme, nein, Spaß, aber eben den, der auch bei Wind gehen würde, nämlich eben mit der Insta, haben wir dann hinter uns und dann werden wir uns langsam an die Fotoaufnahmen machen, oder? Wo geht denn er jetzt eigentlich wirklich hin? Gehen wir mal noch mit. Schauen wir, ob er uns einen Secret Hotspot verrät. Da ist noch ein Bänkchen, das wissen wir schon. Gut, dass oben noch drei Kameras rumliegen, aber keiner mehr oben ist. Da werden wir dann ein Foto machen. Da fahren wir den Bike durch. Dann gibt es da eine Weitwinkelaufnahme. Schauen wir uns das zu. Und von da werden wir dann zwar mit Gegenlicht machen, weil es sieht da richtig cool. Das Indoor, auch mit Nebel und so und Gegenlicht. Da ist die Kamera schon schwer nochmal und da sieht man dann, was diese Leistung haben werden. Also bleibst dran. So, das sind jetzt Aufnahmen mit der Insta 360 One R mit dem 1-Inch Weitwinkel Leica Objektiv. Und ja, schaut euch einfach mal an, was es so zu bieten hat, oder? Da ist der Martin. Und jetzt gehen wir mal vor zum Panorama. Ja, Ton sollte jetzt auch passen. Das ist auch wieder über die Kopfhörerchen. Und dementsprechend soll es da jetzt nichts zu bemängeln geben. Wenn doch, ab in die Kommentare. Wie gesagt, ist für uns ja auch immer interessant. Und dann folgen jetzt eben noch die beschriebenen Fotos. Und dann geht's ab auf den Trail. Da werde ich diese Kamera vorne am Lenker positionieren. Die 360 Grad bei mir auf dem Schädel. Und dann können wir da so ein bisschen hin und her switchen. Dann wird das heute eine reine Insta-Abfahrt sozusagen. Hey, ich dachte, er will Fotos machen. Jetzt werden wir ihn aufwecken müssen auch noch. Na super, so geht's mir. So, jetzt werden hier gerade die Settings eingestellt. Und zwar haben wir... Ultraweit passt, ja. Bleibt auf weiß. Auf weit und Auto und dann irgendwo noch... JPEG und RAW, genau. Ja, das hatte ich schon eingestellt. Das JPEG und RAW, Auto hackelt runter. Tja, schnappen, einfangen das Foto und na, schaut echt gut aus, darf man nicht blödeln. Ja, dann bin ich mal gespannt. Und jetzt machen wir eine Landschaft. Oh, jetzt ist auf einmal schnell. Wenn man ihm eine Kamera in die Hand drückt, dann ist die Motivation größer, dann geht's schon auf. Schaut echt cool aus. Richtig cool. Und Leica ist ja relativ alt eingesessen und qualitativ sehr hochwertig.
Also werden wir da hoffentlich auch hochwertige Aufnahmen haben. So, jetzt hat er eben beide nebeneinander und macht ein paar Vergleichsfotos, die ich euch dann eben hier nun einblenden werde. Und wir selber sind mega gespannt, weil wir haben ja auch keine Ahnung, was rauskommt. Was muss er sagen? Vom Weitwinkel ist die GoPro ein bisschen mehr. Okay. Ja, ist jetzt schwarz im Song. Ums Kennen vielleicht. Also du meinst, dass sie noch mehr Weitwinkel hat? Ja, das muss man dann im Computer schauen. Die sind natürlich displayabhängig auch bei den ganzen Geräten. In der Hand liegen auch beide gleich. Natürlich Leica. Ja, optisch, schaut geil aus. Brutalität, gell? Also optisch richtig krass, gell? Ja, kennen wir ja alle zur Genüge. Jeder hat es am Hörmum im Winter. Es heißt die blaue Abfahrt. Nein, Spaß. Und bei der Leica muss ich schon sagen, ich finde es richtig cool mit den, also bei der One R mit der Insta 360 mit der Leica Linsen finde ich. Ja, ausschaut wird die mega. Da seht ihr jetzt als erstes das Foto von der One R mit Leica und nun das Foto mit der GoPro. Und wie angekündigt dann auch noch der Fahrvergleich, wieder erst Insta 360 und dann GoPro Foto. Was sagt ihr denn nun? Ja, da seht ihr mal, wie das bei uns immer so zugeht. Also das ist jetzt nicht nur, weil wir die neue Kamera ausprobieren wollen, sondern so ähnlich läuft es normalerweise schon auch ab. Dann halt nur mit einer und nicht mit zwei gleichzeitig. Und Herbst ist die Sache mit dem Weitwinkel fotografieren. Fotografiert man mit der Sonne, hat man sie meistens um. Und die Schatten. Und danach muss man retuschieren. Ja. Fotografiert man gegen die Sonne, blitzt man das durch. Ich bin jetzt nicht so der Blitzfoto-Fan, gibt ganz coole Aufnahmen, taugt mir jetzt nicht so. Und der Rest, ja, braucht man halt extrem viel Sensor, Stärke und Größe, damit man dann mit dem Gegenlicht arbeiten kann, weil sonst wird das ein extrem rauschiges Büttel, was dann eigentlich unbrauchbar wird. Da geht es ja auf Ruhemodus, wenn die so klick-klick macht. Das ist so klick-klick. Komplett in der Spur. Das ist immer höher, komm hier vor. Mega geil hier. Aber schwer. Gutes Training.
kann das steuern. Da müsste ich mich immer fragen. Aber ich danke euch auch.
kalt wird's. So, das war's von uns. Wir sind wieder gut unten. Martin hatte ja leider den Sturz. Ist aber noch einigermaßen glimpflich ausgegangen. Nur die neue Jacke hat es ein bisschen erwischt leider. Aber geht noch. Geht. Aber ihr kennt ihn ja. Er ist super penibel und deswegen schon ganz schön traurig jetzt. Es hat mich gewundert, dass noch was drin ist an der Jacke, weil ich echt gedacht habe, da ist wirklich eine Luft draußen. Ja, ja stimmt, da deine Hand hast du auch, ja, gell? Also die Hand ist offen, aber ja. So schnell geht's. Irgendwie normal bei Mountainbiken. Wir haben jetzt die letzten paar Sonnenstrahlen im Tal für Ende November diesen Tages. Es wird wieder kalt. Oben war es cool warm. Ja, das stimmt. Ein paar Leute getroffen, total nett. Die einen haben sogar, wie heißt das? Mandarine. Mandarine, genau. Also so eine tropische Frucht. Und ja, war echt cool. Ja, das war echt schon wieder witzig. Vom Superleistungssportler bis hin zu eben denen, die uns da die Mandarine gegeben haben. Die waren Gott froh, dass sie irgendwie oben angekommen sind. War heute schon wieder alles vertreten. Und meine Verwandtschaft sogar. Stimmt, stimmt. Ja. Deine Verwandtschaft war auch Wahnsinn, da. Also echt lustig, wenn man die Leute treffen will, trifft man sie nicht. So schaut es jetzt aus hier im Tal. Und ja, damit geht's ab nach Hause, Video schneiden und schreibt ihr uns doch mal, was ihr so zu den Aufnahmen sagt. Der Link für die Instas für beide ist wieder in der Infobox natürlich. Und für den Hookerbike schmeiße ich euch jetzt auch mal rein, damit endlich die Fragerei ein Ende hat. Ja, echt coole Sache. Ich bin total zufrieden damit. Wir nutzen sie ja doch öfters. Echt eine super Sache. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.